Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn Rockstar Games hat heute ein neues Fahrzeug hinzugefügt, und zwar den Mammoth Patriot Mil Spec. Ob das Fahrzeug sich lohnt für den Preis und andere Informationen rund um dieses Fahrzeug erfahrt ihr in diesem Video. Aber Leute, bevor wir anfangen, möchte ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, wir fangen doch mal an, indem wir das Fahrzeug denn mal kaufen. Nämlich das Fahrzeug findet ihr auf der South St. Andreas Seite. Und zwar werdet ihr merken, Leute, dass ihr für dieses Fahrzeug zwei Preise habt. Das bedeutet, falls ihr vom neuesten DLC schon 15 Security-Aufträge erledigt habt, dann könnt ihr das Fahrzeug für 1.282.500 GTA-Dollars kaufen. Aber wie in meinem Fall hat es leider doch nicht gemacht, deswegen kostet mich das Fahrzeug 1,71 Millionen GTA-Dollars. Also roundabout 450.000 GTA-Dollars mehr. Aber gut, Leute, wir haben es mal gekauft und schauen mal aufs Tuning. Also was direkt auffällt, Leute, dieses Fahrzeug ist auch ein Waffenfahrzeug. Das bedeutet, wir können das Fahrzeug so gesehen panzern, dass es auf jeden Fall eine Explosion aushält und natürlich vorne im Kühlergrill so gesehen Maschinengewehre ausrüsten. Andersrum natürlich auch hier wieder so eine Art Mine, ne, mit Ölspur könnt ihr widerlegen. Ansonsten ist das Fahrzeug tuningtechnisch auch relativ okay. Es gibt viele Tuning-Möglichkeiten, wobei ich hier sagen muss, dass mich die Motorhaube mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht. Da hätte man mehr machen können, so als Militärfahrzeug, als Geländefahrzeug. Also es gibt genug Beispiele, die schon in GTA existieren, wo auf der Motorhaube auch noch irgendwelche Rucksäcke, Munition oder sonst irgendwas mit so gesehen draufgetunt werden kann, was ich hier hätte gerne gesehen. Aber, naja, man kann auch nicht alles haben, ne? Ansonsten ist das Fahrzeug mehr oder weniger in Ordnung. Das Fahrzeug an sich ist jetzt, würde ich sagen, nichts Besonderes. Klar, wer diesen Stil von diesen Militärfahrzeugen mag, also wie auch bei dem Perico heißt DLC, dann ist natürlich für diejenigen das Fahrzeug optimal. Ich persönlich würde das Fahrzeug eher so als, ja, brauchen tut man das überhaupt nicht, denn klar, es ist ein Waffenfahrzeug, aber so krasses Waffenfahrzeug, zum Beispiel wie Deluxe oder sonst irgendwas, ist es jetzt überhaupt nicht. Klar, es ist praktisch, dass man hier das Fahrzeug fernsteuern kann, beziehungsweise, was ich ausgerüstet habe, dass es nicht von Lenkraketen erfasst werden kann. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Zusatzfunktion, die ja nicht viele Fahrzeuge haben, sondern nur Fahrzeuge von diesem DLC und da auch nicht mal alle Fahrzeuge, wohlgemerkt, ne? Deswegen ist es schon cool, dass man von irgendwelchen Oppressor MK2s nicht genervt werden kann. Aber ansonsten, ja, bleibt es halt ein Geländefahrzeug, ne? Für Rennen ungeeignet, dafür ist das Fahrzeug viel zu langsam, zu schwer, zu sperrig. Aber naja, im Endeffekt bleibt es ein Tuning- bzw. Joker. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ob es jetzt für euch 1,7 Millionen Dollars wert ist, dieses Fahrzeug so gesehen als Joker für irgendwelche Tuning-Treffen zu benutzen, lasse ich mal euch. Also ich persönlich würde sagen, nein, das Fahrzeug ist irgendwie zu teuer. Aber das kann man eigentlich bei allen Fahrzeugen sagen aus diesem DLC, da ja irgendwie alle Fahrzeuge einfach mittlerweile extrem teuer werden. Warum auch immer. Aber gut, Leute, das Interessantere ist ja wiederum, ob ich das Fahrzeug natürlich schon gemoddet habe. Und natürlich, Leute, habe ich das Fahrzeug für euch schon gemoddet. Hier seht ihr zum Beispiel mal mit F1-Felgen und so sieht das Fahrzeug halt gemoddet aus. Falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet oder in der Bennys-Version, Leute, dann joint mir auf Discord und verpasst nicht mal den nächsten Giftcast to Friends Stream, wo ich diese Fahrzeuge verteilen werde. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das waren schon alle Informationen rund um das Fahrzeug Mammoth Patriot Mil Spec. Aber ich würde mal sagen, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.